Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal gibt es die Juni-Box von Degusta. Da freue ich mich schon total drauf. Aber ich habe beim letzten Mal gesagt, ich werde euch jetzt erst einmal sagen, wie das geschmeckt hat, was in der Mai-Box drin war. Versuche ich jetzt mal, ob es so gut war. Also, ihr wisst ja, es waren diese Brotchips mit dabei. Das wird nicht gescheit scharf. Ich weiß nicht, ob man es gescheit sieht. Die waren super lecker. Also die waren echt gut. Dann war das Loaca, diese Erdnuss-Waffeln. Die waren super. Ihr wisst ja aus meinen Food Diaries, dass ich die jetzt immer nur esse. Immer zwei zum Kaffee. Also das hält bei mir ja ewig. Aber die waren super gut. Also das ist so toll. Die sind nicht so ganz so süß. Und die haben so einen tollen Erdnussgeschmack. Super gut. Dann von Pfanda war dieser Eistee Melone ja dabei, der ist auch toll gewesen, hat mein Kind getrunken, war lecker. Die Schokettner, die Lemon, die waren auch nicht schlecht. Und von Dr. Oetker, diese kleine Küchlein, diese Sweet Table, My Sweet Table, Mini-Gugel-Hupf-Marzipan waren auch lecker, die haben wir aber auch noch da. Ich sage, wir essen so wenig so Süßes, aber wir genießen das, denn es war richtig lecker. Was ich euch absolut empfehlen kann, ist dieses Jever, die Vögel, Entschuldigung, dieses Jever Blutorange, alkoholfrei, das ist so lecker gewesen. Das war so super, das habe ich heute schon wieder vergessen. Ich wollte es mir eigentlich so ein Sixpack kaufen, aber ich habe es vergessen. Hast du mich nicht dran erinnert, mein Kind? Von Tomi, die leichte Mayonnaise, die war auch total super gut. Der Sunrise Crunchy, das ist wirklich so klein, das sieht man gar nicht gescheit. Da wusste ich einfach, dieser Sunrise, dieser Puffmais mit Schokolade, diesen Riegel, der war mir zu süß. Also der war also wahnsinnig. Den habe ich dann verschenkt, da waren ja gleich drei Stück drin, aber nee, die waren, also war nicht meins. Von Harvesta, dieser Thunfisch, der war super lecker, in eigenen Saft, total lecker, richtig lecker. Den Dr. Oetker Familienpudding Gris, diesen Seelenwärmer, den haben wir noch nicht ausprobiert. Aber dieses Linolada, diese Milchcreme da, so hier ist sogar ganz groß drauf. Wie gesagt, ich kenne das ja, oder wir kennen es aus Kroatien. Wir haben ja das immer gegessen, das ist super. Und Zoe hat jetzt, oder mein Kind hat das gegessen, das wo drin war, das ist so gut gewesen. Also, das ist echt perfekt. Bin ich gespannt, aber was jetzt in der Juni-Box drin ist. Und es wäre nett, ihr Vogel, wenn ihr ein bisschen ruhig sein würdet. Kannst du mal deinen Finger hin tun, ob er vielleicht dann aufhört? Ja, genau. Guck mal her, Toni Macaroni, dann darfst du gleich mitmachen. Der ist immer, der erzählt den ganzen Tag. Der andere ist ganz ruhig, aber er erzählt. Furchtbar. Schau mal, Oma. Ja. Jetzt zu wem Zoo bei uns. Ich liebe das. Die Box ist immer so schön eingepackt. Allein schon, wenn ich das aufmache, das schaut so schön aus. Ach, das gefällt mir immer. So. Oh Gott. Das erste, was ich lese, ist Zucker. Okay. Dann schauen wir mal. Also. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Ja, ich weiß. Also, hier ist eine Packung Chilierzucker drin, 1 zu 1. Das heißt ja, ein Teil Zucker und ein Teil Früchte für Gelee in 4 Minuten gekocht. Vielleicht sollte ich mal irgendwas verlosen, das was wir überhaupt nicht hernehmen, weil wir nehmen bestimmt keinen Chilierzucker her. Mhm. Vielleicht braucht ihn jemand. Der Chilierzucker, der kostet 1,69 Euro. Also das heißt, ich kann jetzt halt aus 1 Kilo Chilierzucker kann ich jetzt 1 Kilo Marmelade oder Chili machen. Ja, könnte man, aber wir machen sowas ja nicht. So, dann, oh, lecker, lecker. Schaut mal, Giotto. Also das mache ich auch ganz gern. Giotto. Das sind ja total lecker. Und das ist, also bestimmt 9 Giottos sind drin und das ist bestimmt ein neues Ding. Cookies and Cream. Okay, bin ich mal gespannt. Also immer so eins oder zwei zum Kaffee könnte ich mir auch lecker vorstellen. Ja, wir genießen das dann immer, wenn sowas. Das Schotter wie früher immer gern gegessen. Und ich bin dann so eine, wenn es dann so lecker schmeckt, dann könnte ich gerade so eine Schotterrolle, ist ja nichts, normal ja nichts drin, so, kann ich alles essen und deswegen kaufe ich sowas gar nicht.
Ich glaube, die letzten Giottos, wo wir mal die gekauft, das ist ewig her, gell? Das gibt's bei uns normal gar nicht, weil es wird einfach dann. Ja, wenn es mir auf ist, dann, ah ja, isst und ach, es sind nur 4 Stück drin, die isst man dann schon nie. Und deswegen gibt es das aber nicht mehr. So, jetzt gibt es was, das mag mein Kind natürlich. Eine Quadro-Salami. Das ist genau Hoher Oste. Sowas mag mein Kind eigentlich immer ganz gerne. Ich mag immer so eine spanische Salami. Zurzeit ist ja auch so auf einem gesunden Trip vom Essen. Deswegen weiß ich nicht, ob es das so unbedingt ist. Aber da kriegst du die gleiche, die wir letztes gekauft haben. Dann kriegst du Oma und Opa Quadro-Salami, weil die essen das nämlich. Wir essen ja nicht so unbedingt. So, also wir essen nicht unbedingt gern immer Fleisch und Wurst, aber also Wurst ein bisschen mehr, aber bei dem ist, ich weiß nicht, Ost ist aber eigentlich nicht schlecht. Kostet 4,79 €. Boah, ganz schön teuer. Ganz schön teuer. Aber gut, Ost ist immer teuer, hat aber eigentlich gute Produkte, muss ich schon sagen. Das ist so ganz spannend. Ah, das ist wieder was für uns. Das ist wieder was Nettes. Ich kenne die Firma überhaupt gar nicht. Das ist neu, Natu-Chips sind das. Tomato, Cheese und Oregano. Gusto Pizza. Also nicht frittiert. Ich schaue es mal, ich zeige es euch gar nicht. Also so gemein ist das. So keine frittierten. Gepuffter Snack mit Tomaten, Käse und Oregano-Geschmack. Getrocknete Kartoffeln. Okay. Schaut auch lecker aus. Und mittlerweile finde ich es wirklich gut, dass die Packungen auch kleiner werden. Weil das finde ich 75 Gramm. Ich finde das wirklich gut, weil man kann so viel, also man tut sich so Schlechtes an, wenn man so viel isst. Und je größer die Packung, desto schlechter ist. Also finde ich es wirklich für so, wenn man mal einen Snack nimmt, super. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt, wie die schmecken, weil ich finde es ja toll, wenn sie frittiert sind. Die kosten 1,89 €. Aber Snacks, die habe ich noch nie gehört. Das ist einfach komplett neu. So, jetzt kommt was Rotes. Finn Crisp. Ah ja, das ist so Schüttelbrot. Das ist bestimmt so Schüttelbrot. Round Crisp Bread. Das ist, ich glaube, in Südtirol sagt man Schüttelbrot zu dem. Das ist so hartes Brot. Fast wie Knäckebrot. Das ist cool. Das finde ich super. Vollkorn, 100%iges Vollkorn. Wieder was für uns. Wieder. Das ist ja echt toll. Ballaststoffreich. Toll. Und wirklich so 250 Gramm. Das ist eine richtig große Packung. Man sieht es, man kann da auch wieder so lecker. Kann man das jetzt auch schon vorstellen mit einem körnigen Frischkäse, Avocado und Lachs. Ah, lecker. Aber das habe ich gegessen. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Aber das kostet 2,29 €. Ja. Mal schauen, wie es schmeckt. Weil ich meine, man isst ja nicht die ganze Packung auf. Das hält ja normalerweise ein paar Tage. Also wahrscheinlich bei uns heute ein Monat. Aber okay. Jetzt kommt was Eingepacktes. Schaut aus wie Glas. Wie Glas. Seht ihr schon? Wein. Und zwar von Rotkäppchen ein alkoholfreier Roséwein. Also das finde ich wieder toll, weil Rosé, aber alkoholfrei, das ist dann wieder was, wo ich dann nicht. Du bist noch nicht so alt. Du darfst das nicht trinken. Ich will es angucken. Das schaut, also bin ich gespannt, wie der schmeckt. Weil wenn der gut ist, dann hat so ein Gläschen alkoholfreien Wein, könnte ich mir auch vorstellen. Kostet 4,49 € für Rotkäppchen. Ist aber auch schon ganz schön. Preislich gestiegen, würde ich sagen. Aber gut, ist egal, wenn es gut ist, dann ist es gut. Muss man weitersuchen hier drin. Ne? So, Schatzsuche. Ja, jetzt ist was für Kinder. Capri Sonne Jungle Drink. Ist doch toll, aber mit Papierstrohhalm. Wenn ihr Capri Sonne findet oder noch habt mit einem Plastikstrohhalm, ist es so viel wert, das ist wahnsinnig. Ich weiß gar nicht warum, aber anscheinend hätte ich das noch gewusst vor 2 Jahren oder so, hätte ich mir wahrscheinlich ein Lager für Capri Sonne mit orangen Plastikstrohhalm angeschafft, wäre jetzt Millionär. Ist aber auch ganz cool. Das ist so, ich glaube, das ist wahrscheinlich so Multivitamin ist das. Gibt es ja eigentlich als Multivitamin, die haben hin und wieder einfach mal andere Motive drauf, einmal ein Einhorn oder jetzt mein Panda-Bären. Kostet, jetzt bin ich gespannt, was eins kostet. Bin jetzt echt gespannt. 49 Cent. Okay. Ja. Okay.
Kannst du trinken, wenn du willst. Oder du verschenkst das. Oh, da bin ich jetzt gespannt, wer das ist. Das könnte sein, dass es meine Schwester kriegt. Wahrscheinlich eher. So Fritz. Gibt es jetzt so vegane Fritz? Das esse ich natürlich. Du isst es natürlich. Ich meine, du magst auch nicht so viel Zucker essen, aber das ist wurscht. Das ist aber meins. Das ist gerade mir. Ja, aber dann ist es mein Kind. Nicht meine Schwester. Das ist jetzt bloß die Hälfte von den normalen Fritz. Also die kennst du, die sind ja doch ungefähr so dick. Und das ist jetzt, ich sag, die Hälfte ist es ungefähr. Die normalen Fritz. Fritz, mal schauen, was die kostet. Die kostet nichts. Das ist immer gut. Doch hier, 79 Cent. Ja, gut. Mehr wahrscheinlich wie 1,1 oder 2. Jetzt sieht es halt aus wie ein Ding. Eine Gesichtscreme. Wow, das ist cool. Eine Honig-Senf-Creme. Würzpaste von Ostmann. Das ist ja das, da gibt es ja ganz viele Gewürze. Gibt es davon. Wir kaufen da zu Weihnachten oft so ein Lebkuchengewürz. Wahrscheinlich verdeckt immer so mein Gesicht hier. Honig-Senf, okay. Anwendung: Pinseln, Grillen, Genießen. Streiche etwa 15 Gramm Paste auf 200 Gramm Fleisch, Gemüse, Tofu etc. Oh, mit Tofu, wir haben einen Röcher-Tofu, den können wir ausprobieren. Das drauf, Tofu, Gemüsespieß und das dann drauf streichen. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Hört sich gut an. Ihr wisst, spontan hier, die Rezepte, die ihr bräuchte jetzt immer nur jemanden, der das ausführt. Also spontan kann ich, aber ich bin eher so der Typ, der dann sagt, mach du das bitte. Also der Chef natürlich. Also diese Würzpaste kostet 2,79. Also ich muss sagen, ja, schon ein bisschen hochpreisig. Selbst wenn es mir so gut schmecken würde, würde ich wahrscheinlich selber anhören. Aber gut, am geschenkten Gaul schauen wir nicht in den Schmaus. So, jetzt haben wir Kai Pirinha Special Edition hier. Alkoholhaltiges Mischgetränk. So, Kai Pirinha muss ich leider abgeben an irgendjemanden. Werde ich nicht trinken, weil da habe ich früher, vor 130 Jahren, meinen allerersten Rausch gehabt mit Kai Pirinha. Und seitdem trinke ich keinen Kai Pirinha mehr, weil der so hinterfotzig ist. Man trinkt es, weil das so gut schmeckt und auf einmal hat man den krassen Rausch. Nee, also seitdem habe ich nie wieder einen Kai Pi angerührt und werde ich auch nicht machen. Das ist weg. Nee, Gott, ist mir doch schlecht gegangen. Also nicht schlecht gegangen, aber es ist wirklich, das war, also naja. Kostet 2,09 €. Könnte eigentlich auch nur teurer sein. Aber hat jetzt nur 10% Alkohol. Wahrscheinlich ist das so die Light-Version. Bestimmt, das ist nicht so hardcore mit rum. Was ist da drinnen? Mit Cha-Cha-Cha. Was ist da rum drinnen? Weil Original ist ja rum drin. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich kein rum drin. Aber. Nein, aber irgendwie lecker. Ja, das schmeckt ja lecker, aber wie gesagt, das. Sind so, von Dr. Oetker, schon wieder Lemon Pie, der verfolgt mich einfach. Da ist eine Paradiescreme drin, Lemon Pie. Und das werde ich jetzt, weil das ist ja eigentlich nur Stärke, wenn ich jetzt das nächste Mal einen Quark esse auf Nacht mit Obst, dann tue ich mir da einfach 2 Löffel rein. Weil das so eigentlich wie so ein Eiweißpulver ist, nur dass das natürlich jetzt Stärke ist und kein Eiweißpulver, aber das kann man auch einfach so reinrühren. Und Lemon Pie, ich habe zur Zeit immer alles ist irgendwie mit entweder Käsekuchen oder Lemon Käsekuchen, irgendwie keine Ahnung, verfolgt mich. Ich glaube, irgendwie habe ich hier Abhörgerät oder so, dass die Leute wissen, was sie manchmal reintun müssen. Könnte ich mir vorstellen. Das werde ich mir ausprobieren, das ist bestimmt nicht schlecht. Was kostet die, was denkst du? 2 Euro. 2 Euro glaube ich nicht. Ich glaube mal so 99 Cent. Yeah, stimmt sogar. Yeah, ohne nachschauen, ich schwör's. So, das war's. Alles leer. Okay, bin ich wieder gespannt, wie das schmeckt. Ja, obwohl ich mal sagen, diesmal finde ich es jetzt fast nicht ganz so gut, gell? So ein bisschen ist nicht schlecht, aber gut. Schauen wir mal, sonst ist hier nichts anders. Ne, hinten ist noch so ein Sommersalat-Rezept drauf. Ja. Gut, dann werden wir uns mal durchprobieren. Also in den
Und na, in diese Infobox, da schreibe ich wieder diesen Code rein. Da könnt ihr die erste Box für, glaube ich, 6 Euro günstiger kaufen, wenn ihr wollt. Das Gute an der Degusta-Box ist halt, also es kann ja auch nicht immer super toll sein. Ich sage jetzt zum Beispiel, naja, und wenn ich jetzt aber keine Lust mehr habe, dann kann ich das jederzeit kündigen. Also das ist nicht, dass ich sage, ich schließe jetzt das Abo ab und muss jetzt ein Jahr das durchziehen. Nein, ich kann jetzt jederzeit sagen, nö, es reicht mir, ich habe keine Lust mehr, zack, einmal ein Klick und fertig ist das. Also es ist wirklich, finde ich super, für denen das die Möglichkeit besteht. Ja, und ich werde, wahrscheinlich werde ich irgendwann jetzt echt mehr so eine Verlosung machen vor dem Ding, was wir nicht essen, alles dann gebe ich euch für eventuell die Möglichkeit. Mal schauen, ob ich das dann mache. Oder vielleicht, wenn wir 500 Abonnenten haben, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann gibt es, bei 500 Abonnenten gibt es hier eine Verlosung. Was für ein Ziel. Also in 13 Jahren dann sehen wir uns wieder. Also ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ihr wisst, Daumen nach oben. Dass ihr mich abonnieren sollt, muss ich jetzt nicht mehr sagen, weil es wird ja eingeblendet mittlerweile. Also ich muss euch nicht mehr nerven. Aber Daumen nach oben wäre voll cool. Wäre richtig nice für euch. So, ich denke mal, das nächste Video kommt auch bald, weil jetzt kommt dann bald die Brand News Box. So, jetzt glaube ich, macht es wieder tschak, tschak, tschak. Ja. Aber macht Spaß. Also ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Also mir macht Spaß. Denke ich mal. So, oder? Macht es dir auch Spaß? Mein Kind macht es auch Spaß. Die sagt aber nichts. Ja, Die ist ist toll. ganz brav. Die sagt mir überhaupt nie was. Die ist so. So, ich werde jetzt nur. So, das ist das normale Leben. Jetzt weitermachen. Hier nur Haushalt, Arbeit und natürlich Kinderbetreuung. Weil wisst ihr, ich muss natürlich nur Abendessen kochen hier noch und so. Kennst du mich ja mittlerweile. Ich bin ja so der absolute Star-Koch und ich liebe das einfach. Was willst du denn heute essen? Ja, mein Kind, koche ich dir eine Tiefkühlpizza, die hört sich doch gut an. Also, wie gesagt, Daumen nach oben wäre voll nice. Nein, nein, voll cool, Entschuldigung. Manchmal nehme ich einfach so die Sprache von der Jugend an, Das ist obwohl mein peinlich. Kind gar nicht spricht und jetzt bin ich auch noch peinlich. Es tut mir auch leid. Ich entschuldige mich, dass ich jetzt peinlich war. Mir echt leid. Ja, besser so. Also, bis zum nächsten Mal. Servus.